So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, und zwar Might & Magic Chess Royale Prolog. Was soll ich sagen? Might & Magic, Heroes of Might & Magic, habe ich auch mal gestreamt und lief, glaube ich, dann auch mal das VOD des Streams auf diesem Kanal. Ist ein Spiel, was ich schon sehr lange kenne, weit über 10 Jahre. Ist ein sehr altes Spiel. Und Might & Magic bin ich schon Fan von. Bin ein bisschen skeptisch, ob das jetzt einfach nur, weil in die letzten Teile von Heroes of Might & Magic, die waren meh. Die Brand wurde immer mehr meh. Und jetzt so ein Chess Royale rauszukloppen mit der Brand Might & Magic. Aber am Ende des Tages bin ich Fan, finde das Thema interessant. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Für alle, die nicht wissen, was Might & Magic ist, das ist eigentlich so das Fantasy-Ding schlechthin. Es gibt alle möglichen Kreaturen, es gibt Zauberer, Krieger, deine Mutter. Und das Besondere bei Heroes of Might & Magic war immer, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem man aber nicht nur Herrscharen befehligt und Städte verwaltet. Nein, es hat auch einen RP-Charakter. Man hat auch immer einen Helden. Ich habe mir noch gar nichts dazu angeguckt. Ist komplett blind. Aber ich denke mir, es ist ein Chess Royale oder ein Auto-Battler, wie so oft. Gespenster. Ork-Nahkämpfer. Gut, ich würde hier mal die Gespenster. Wie viel Gold haben wir? 2. Dann nehmen wir noch so eine Valkyrie mit. Und die lassen wir erstmal Auto-Battlen. Wie viel kann ich platzieren? Wo steht denn das? Kann ich noch einen? Nee. Mach ich mal eine ganz hin. Also, ich muss jetzt erstmal aufs Overlay klarkommen. Also, ich kämpfe jetzt auf jeden Fall gegen Edmore. Ist das jetzt wie das Dota-Auto-Battler? Hier ist mein Held. Hier oben ist mein Held. Warte mal, ich tue mich mal ein bisschen mehr so. Weil ich sehe, hier ist auch Shop. Ach so. Und hier ist ein Zauberbuch. Niederlage, warum? Er lebt doch. Warte, die sind alle in der Runde? Wow. Muss ich jetzt auf ihn draufklicken? Oder? Alter, der kommt aus. Was? Argentinien? Nee, welche? Uruguay war das, glaube ich, ne? Das wird nicht aktualisiert? Lol. Nice. Da haben wir eine Verschmelzung. So. Wir bräuchten jetzt am besten noch einen Helfer, glaube ich. Jede Runde kann ich einen mehr nehmen. Okay, wir brauchen 3 Bergfestung. Dann wäre es nice. Dann nehmen wir die runter. Aber dann haben wir 3 Bergfestungen. Chance von 20% nach einem Kill, ein Gold extra zu verdienen. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Tank vorne. So. Das ist gar nicht so gut. Wie kann ich mir denn... Ich bin Stufe 3 und kann deswegen 3 Einheiten machen. Okay. Die knallt gut rein. Aber die macht nichts mehr. Ja, ich krieg gut aufs Maul. Wo ist denn mein Leben? Ist das mein Leben? Sterneführender bin ich. Kann ich die irgendwie challengen? Hallo? Ich kapiere das hier nicht. Ich kann mir auf jeden Fall die Leute angucken. Wicked G. Oh, da stand immer was. Okay. Für Niederlande. Okay. So. Wir aktualisieren den mal. Oh. Wir nehmen ihn. Nee, ich brauche 4 Helfer. Ich weiß noch nicht ganz, worauf ich gehen soll. Ach, Leute, das wird einem hier mal angezeigt. Das ist ja ganz cool. Komm, wir nehmen die mal alle mit. Und wir stellen jetzt noch eine Bergfestung auf. Dann. Oh, aber ich bin nur Stufe 3. Wir probieren es trotzdem mal.
Weil ich bin nur Stufe 3. I see. Warte mal, das ist doch ein... Was ist er? Kann ich irgendwie rechts klicken? Kann ich auf ihn drauf... Ah, Magier. Lol, der rennt einfach dahin. Und mein erster Dude ist einfach instant weg. Warum ist er Stufe 4? So viele Fragen! Jetzt bin ich Stufe 4. Achso, weil er mehr Runden gewonnen hat und deswegen mehr EP bekommt. Boah, da haben wir super viel Backup-Schwierigkeiten. Aber hier kämpfen die alle noch und jetzt klatschen die alle. Okay. Ich bin nicht mehr Sterneführer. Ich bin aber XP-Führender? Hä? Wenn der eben über mir war? Also das ist doch... Danke. Jetzt wird's... Ich möchte aber... Ah, hier ist mein Leben. Holy shit. Für Niederlage... okay. Hier hätte ich eine Verschmelzung. Dann tun wir den jetzt einfach mal hin. Wir tun jetzt einfach das Stufe 2er hin. Und vorne tun wir jetzt einfach mal Tanks hin. So. Jetzt habe ich Stufe 2er und Tanks. Oh, kann ich den hier verkaufen? Sehr gut. Yeah! Dann den hier noch. Das geht nicht, ne? So, was hat denn der für eine Ulti? Dornfalle, lässt Wurzeln aus dem Boden wachsen. Zwingt Feinde in der Nähe, Angriff auf ihn. Das ist geil. Was macht sie? Erzeugt ein spuckendes Duplikat, was Gegner verstummen lässt. Wandelt sich für 4 Sekunden in einen wilden Bären. Oh ja, ist der wild. Gewinne ich? So. Oh, ich habe ihn gekillt, glaube ich. Er ist tot. Leute, sie sind alle schon weg. Wow. Wow. Ich würde mir jetzt in der Zwischenzeit viel lieber das Board angucken können, um Sachen zu planen oder... Jede Einheit gehört in einer Fraktion. Ja, weiß ich doch. Ist doch gut. Klicke das auch in der linken oberen Ecke Bildschirms, wenn du mehr über die Synergieboni. Ja, okay. Oh, ich könnte jetzt Zauber wirken. Tapfere Herzen. Diese Einheit gewinnt, wenn sie Schlacht mit weniger Einheiten als ein Gegner beginnt. Deine Einheit regeneriert. Geil, jetzt habe ich einen Zauber. So. Stufe 3er. Heiler. Ich habe nicht viel Gold. Wo sehe ich denn? Ach, 10 Sekunden. Okay, und den Zauber kann ich denn irgendwie... Ich habe einen Zauber, er nicht. Meine Viecher kriegen jetzt... Aha, und er wirkt ihn dann. Okay, guter Burst. Alter, guter Burst. Ulti, beide tot. Oh Gott. Ja, komm. Töten. Sehr gut. So muss es laufen. Geil, Top 99 Überlebensbonus, 2 Gold. Danke. Ich will aufs Board und jetzt kaufen können. Mich juckt diese Übersicht null. Also wirklich null. Tristan! Ja, jetzt bist du... Stufe 5? Ich würde die noch mitnehmen. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Trilogyten. Wie viel Gold? 3. Kann ich nicht auch leveln irgendwie? Hier ist eine fette Hydra für 3. Die hat einen Drachenbonus? Nee, Drach. Zu Beginn der Schlacht gibt der Drache Verbündeten in seiner Nähe 40 Mana. Sexy. Dann kann der, glaube ich, der kann weg. Oh, yo, die haben jetzt instant ihre Ult. Was macht die eigentlich für eine Ult? Fliegt in die Höhe, bevor seine zufällig ausgewählte Einheit zerstampft. Oh, mach deine Ult, komm. Oh, ich verliere. Nein. Bin ich tot? Wo ist mein Leben? Verlorene LP. Ein. Nein, ich bin tot. Ich bin knappe. 8 EP. Nächster Rang 20. Also diese Übersicht in der Zwischenzeit ist ganz interessant an sich. Aber die juckt mich null. Zaubershop.
großer böser Lockvogel. Deine Einheiten mit dem meisten EP verspottet alle Feinde. Oh lol. Aber die wirkt man nicht selber, ne? Das ist automatisch, oder? Hält 5 Runden an. Ach so. Man kauft den Zauber und der hält dann an. Der ist dauerhaft. Spielanleitung. Ja, gut. Grundlagen. Erworbene Einheiten landen auf deinem bla bla bla. Profitipp, achte darauf, dass deine widerstandsfähigsten Einheiten. Ja, mein Gott, das ist ja für Noobs. Schlacht, deine LP. Schaden bei Niederlage in dieser Runde. So, das ist gut, okay. Das heißt, man darf nur 3 Runden verlieren. Der siegreiche Spieler führt seinem Gegner 1 Schaden zu. Nimm deinen Avatar. Ja, okay. Unter dem. Okay. Einheiten. Synergien, klar. Synergie-Info, klar. Das ist wie bei jedem Autobattler. Aktueller Goldvorrat. So, Gold kann aus verschiedenen. Bla 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 bla. 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 Du erhältst eine Kopfprämie in Höhe von +3, wenn du einen Gegner ausschaltest. Okay. So, XP und Stufe. Das war immer mein Untergang. Ah, lol. Bonus XP kaufen. Voila. Okay, dann ist alles klar. So, Zauber. Gut, aber was ist mit meinem Held? Also. Zauber sind nur für eine begrenzte Rundenanzahl aktiv. Aber du kannst Gold einsetzen, um ihre Wirkungsdauer zu verlängern und ihre Kräfte zu steigern. Das fand ich alles ganz gut, dass das einem angezeigt wird, was man davon hat. Ja, ich würde gerne meinen Avatar und so ändern, meine Figur. Was passt denn hier? Was sieht denn so richtig nach mir aus? das, ne? Hier, ich habe da so einen Unterbiss. So. Grafikqualität hoch. Einheit, Name ist mir scheißegal. Okay, dann wir gehen direkt wieder rein. Ich bin ein bisschen hooked. Dieser Pausenscreen mit, wer lebt alles noch? Das triggert mich des Todes. Ich will mein Spielfeld betrachten können und planen können. Das geht nicht, wenn ich das nicht vor Augen habe. You know, Allah? Wenn du es in die Top 50 und in die Top 10 schaffst, erhältst du jeweils 2 Gold extra. Hat so ein bisschen was wie mit Tetris, ne? Das würde ich 100 Leute sich battlen. Jede Synergie ist einmalig. Aber mit der Hydra, boah, das fing gut an. Boah, boah, boah. Okay. Antoine. Aus Tschechien, glaube ich, oder? Tschechoslowakei. So. Oh. 2 Runenpriester. Magier. Sonst was. Ich kann 2 hinstellen. Juti. Magier und Bergfestung. Die geben mir extra Gold. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, glaube ich. Ich nehme mal so eine Justikarin noch. Die ist Meuchler. Alle Meuchler-Einheiten haben eine Chance von 5% auf einen kritischen Treffer für 300%. Und Zuflucht. Haben 3 Sekunden nach Tod. Was? Hallo? Nach Tod. Leben 3 Sekunden nach dem Tod weiter. Hä? Hey, macht sie nicht. Alter, wurde ich weggemacht. Gibt es eigentlich einen Bonus für 2 und... Wow. Ich will jetzt weiterlesen. Ey, das stört mich so krass. Wer kommt da drauf? Du. Kriege ich einen 2er und 4er Bonus? Also kriege ich bei 2 auch schon was? Ja. Ach so. Wallah. Na dann. Ja, nach vorne oder nach hinten? Nach hinten? So. Ein Meuchler wäre gut. Oder Magier. Ich habe nichts. Nichts. Ich überlege. I'm thinking. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Ich verliere schon wieder, oder? Na, sieht gar nicht so schlecht aus. Hä, warum lebt die so lang? What? Hä, ich habe ein Leben wiederbekommen. Kriegt man Leben wieder, wenn man gewinnt? Warum bin ich immer in irgendwas der Führende? Das sind 100 Leute. Hallo.
Was soll das eigentlich? Das, ja, gut gespielt. Immer noch lebendig? Okay, 8 Gold. Ich könnte jetzt hochleveln. Ich will das mal machen. Geil. So, Justica, Ork. Guck mal, hier hätten wir eine Harp hier. Dann habe ich da 2. Habe ich 2 Meuchler? Aber die wäre auch noch geil für Stufe 3. Geht aber nicht. Warte mal, der kann doch weg. So. Ich hätte gern hier die Ult. Gnadenschuss. Verpasst dem Ziel einen strafenden Hieb. Der ultra viel Schaden macht. Walla. 2-mal Wurzeln. Was macht die Harp hier? Eilt zum entferntesten Gegner und fügt viel Schaden zu. Boah, die wird richtig zerbumst. Holy shit. Doppelt Dings ist ganz schön jeck. Hallo! Ich will aufs Schlachtfeld, bitte. Runde 3, jetzt schnell, los. Ich will. Danke, Runde 4. Der hat ein Leben verloren. So. Also ich versuche mal auf... Ach, guck mal, hier hätte ich 2 Kämpfer. Was machen Kämpfer? Ach ne, es sind Beschützer. Die hatten 4 Rüstung. Das ist gar nicht mal so schlecht, denke ich. Beschützer, nicht Kämpfer. Baumriese. Noch eine Harp hier. Das ist nicht gut. Ah, ich brauche die, ich brauche die. Ach! Ich spiele die ganze Zeit so, als wäre das nach der Runde weg. Ist es aber ja gar nicht. Oh, bin ich dumm. Egal, ich gewinne. Oh, das war alles nicht so gut. Ja, alle Dude. So, jetzt würde ich gerne hier bleiben und Sachen machen. Das, Leute, es ist eigentlich gar nicht so krass schlimm, aber mich triggert das so hart in meiner Spielweise. So, der wird jetzt rausgekickt. Keine Chance. So, ich mache mir jetzt erstmal ein Level up. Ich hole mir jetzt erstmal die Harp hier. So, dann mache ich ein Level up. Ach, scheiße, das war dumm. Oder? Wie viel Gold haben wir? Ja, doch, komm. So, weil die Stufe 2 ist, kommt die nach vorne. Und du kommst dahin. Und die überrennt die komplette linke Seite. Und du bist da. Und er tankt die rechten. Okay. Machen wir es so. Dann können die beiden vielleicht einen fokussen, wenn ich Glück habe. Holen wir uns einen Zauber? Ne, ich habe kein Gold. So, Ego-Killer. Dann killen wir mal Ego-Killer. Okay. Jetzt die Wurzeln. Sehr. Mach Wurzeln. Gut. Sieg. Wird rausgekickt. Ich krieg extra Gold. Boah, Alter. 10 Gold. 2, 4, 6. Dann level ich hoch, glaube ich. Ja, ich glaube, ich level hoch. Hallo. Bekommt man Leben, wenn man gewinnt? Vor allem, ich kick ihn raus und mach einfach nur Hallo. Deeds. Aber man kämpft ja hier echt gegen die ganze Welt, wa? So. Das ist ein... Zuflucht. Nee, Zuflucht juckt mich gar nicht so sehr. So, da ist eine Hydra und ein Vampir. So, jetzt ist auch ein Meuchler. Und der ist Nekropolis. Aber ich würde jetzt die noch aufstellen. Was ist seine Ult? Wirkt ein Blutzauber gegen den Feind. LP entzieht. Teilt sich im Tod in 2 kleine Hydren auf. Ich wollte eigentlich hochleveln, aber das kam jetzt alles anders. Die sind beide Stufe 1, ne? So, die kann weg. Alter, wie ich die zerbürste. Heilige. Ja, nächste Runde level ich ab. Der Zelot wird irgendwie... Der stirbt nicht. Warum kann der nicht mehrere... Hä? Der wird jeden im One-on-One schlagen.
Jetzt gehen zwei drauf. Das war buggy. Die sind nicht auf ihn draufgegangen. So, ich brauche auf jeden Fall noch einen Meuchler. Das ist gut. Wow. So, Raffaele, du wirst jetzt rausgekickt. Die hockt auf 17 Gold. So, ich habe 10 Gold. Hier ist ein Meuchler. Und noch ein Vampir. Ich will jetzt aber hochleveln. So, 4 Meuchler. Und hier haben wir noch einen Vampir. Den will ich eigentlich haben. Hier hätten wir jetzt den dritten Dungeon. Zu Beginn der Schlacht wird ein zufällig ausgewählter Verbündeter einer dupliziert. Wir nehmen den mal mit auf Reserve. Wir haben hier irgendwo einen Beschützer. Der hier, der ist eigentlich ein bisschen fehl am Platz. So, jetzt Auge mal auf sie hier. Schleicherin, die scheint richtig gut zu sein. Abpraller verschießt seinen unstofflichen Pfeil, der 5-mal von einem Feind zum anderen prallt. Jeweils 100, okay. Also ich rasiere komplett durch in dieser Runde. Ich habe nicht mal einen Zauber. Wir sind jetzt Top 34. Ich bin der Einzige mit vollem Leben. Nee, hier ist nur einer. Wer ist das? Hallo? Mhm. So, Romulus. Ich bin dein Remus. Shop. So, Vampir. Oh. Boah. Das lassen wir erstmal offen. So, der will unbedingt, dass ich einen Zauber nehme. Deine Fernangriffe haben eine Chance von 10% Rüstung zu ignorieren. Deine Einheit mit meisten LP verspottet Feinde, ja. Wie viel LP hatten die? Die Hydra? 705. Der hier hat. Der hat ordentlich. Warum ist das nicht so? So. Ist der Vampir Fernkämpfer? Nee, der springt zum Gegner. Lol. Alter, ich rasiere komplett durch. Man wirtschaftet nicht, ne? Also wenn man mehr Gold hat, als wenn man beispielsweise mehr 10 hat, ist ja eigentlich fast bei jedem Autobattler, dass man dann immer Zinsen bekommt. Doch. Oh, er hat ein Leben verloren. Aber jetzt ist er hier am Start. Der sitzt auf 19 Gold. Der auf 10. Der hat 23. Kriegt man doch Zinsen? So, Olunit. Sind das vielleicht auch Bots? Sind da Bots dabei? Lich, whatever. Was ist das für ein Bonus? 2 Sterne-Gespenster nach dem Tod. 2, 4, 3. Ich könnte einmal hochleveln. Machen wir. Warum wird mir die empfohlen? Warum nicht lieber noch eine Hydra? Lieber noch eine Hydra. Komplette Tankline. So, Shop. Valkyrie, ja, der Licht, der ist ein Vierer, ne? Der ist schon ziemlich krass. Aber ich gehe halt gar nicht auf Zauberer. Ich gehe auf Meuchler und ich gehe auf Dungeon. Tanks habe ich nicht so richtig. Tja, was ist denn mein Gameplan? Habe ich rausgekickt? Geil. Kriege ich mehr Gold. Danke. Hallo? Ist locker Bots, oder? Guck mal, was das für Nationen sind. Hier ist nicht eine Nation doppelt. Ich glaube, ich spiele gegen Bots. Sebastian, wie die auch alle heißen. Ich glaube, das ist am Anfang so ein Bot-Game. So, wir nehmen Lich, whatever. Grüner Drache. Hm, ich darf aber nur einen haben. Oh nein, nein, no! No! I wollte not that. Ist der krass? Sylvana. Was machen die als Bonus? Sie haben eine Chance von 15% allen Feinden 100... wenn die gehittet werden. Das ist natürlich heftig. Warte mal, ich habe da auch eine Valkyrie, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe gar nicht Valkyrie. Okay, wird ziemlich viel gebumst. Es geht auch immer so schnell. Alter, noch ein Drache?
Ich will das Spielfeld sehen. Man hat so wenig Zeit, ich kann nicht mal im Kampf zugucken, weil ich immer nur die Zeit, in der gekämpft wird, nutzen muss, um zu schauen, was ist meine Taktik, was ist meine Strategie. So, Frenchie. Klar, so heißt jemand. So. Bitte. Dryade ist eine Heilerin. Hier. Level up. Ehre. Ein Knochendrache. Oh, ist ein Fünfer. Okay. Jetzt bräuchte ich noch ein Schlangen-Dingsvieh. Geil. Ich tue, wen tue ich nach vorn? Was ist sie? Das ist der Leech, ne? Beschwört Lakaien. Dann nehme ich ihn, damit er tankt und schnell seinen Saugen macht. Alter, nochmal der Knochendrache. Oh, und sie habe ich jetzt. Brauche ich noch einmal auf zwei. Dann ja, okay. Knochendrache ist brutal. Wow, der stirbt. Alter, Knochendrache ist richtig gestorben. Das war ein Fünfer. Also 5 Gold hat er gekostet. Crazy. Okay, ich hab aber doch sehr eindeutig gewonnen. Sah erst gar nicht gut aus. Ich kann sogar nicht mal jetzt, also nicht mal, wenn ich noch auf dem Spielfeld bin, kann ich Sachen machen. Bilbo wird jetzt rausgekickt. Stufe 8. Okay. Hm. Würde ich einmal gucken, was abgeht. Oh, das wäre die dritte Hydra. Bitte. By the way, er muss, glaube ich, weg. Warte mal, der gilt ja noch als der gleiche, ne? Das ist gut. Oh, eine Harp hier. Stufe 3! Stufe 2! Oh mein Gott! Oh, lol, der ist gut dabei. Oder? Komm, jetzt wird gewurzelt. Der Drache hat gerade Ulti gemacht, glaube ich. Ah, der stirbt einfach nicht. Wow. Was ist hier für ein krasser Zauber? Ey, es triggert so hart. Ich kann nichts machen. Bilbo ist besiegt. Dodudo. Klar, aus die Fahne habe ich noch nie gesehen. Leech. Wie ist das mit Zauber? Was haben wir hier? Legendär. Betäubt alle Feinde, allein 200. Das, so, ich habe einen Slot frei, oder? Nee, habe ich nicht. Beinahe. Nach vorne kommst du. Ach so, lol, sie habe ich da noch stehen. Dann mache ich lieber zwei. Nee, sie ist Stufe 2 auch. Doch, das ist gut. Den können wir nochmal nehmen. So. Was ist seine Fähigkeit? Entfesselt ein Geistersturm, in dem Feinde verstummen. Aha. Oh. Ist nicht so krass, der Typ, oder? Gefühlt. Also gut, er hat halt 1700 Leben. Ganz 100, 158 DPS. Magiewiderstand hat er gut. Hallo. Hier spammt auch niemand, außer... Doch, der hat auch Hallo gemacht. Ah, gegen den habe ich doch schon mal gefightet. Okay. Da brauche ich nichts. Oh, das ist mein Vampir. Jetzt könnte ich noch hochleveln und noch was aufstellen, aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Oh, hier ist ein Erzengel. Tank. Jetzt könnte ich hochleveln. Das wäre, glaube ich, so das Nächste, was ich machen würde. Der kommt weg. Ja. Erzengel für den? Ja. Gut, jetzt habe ich noch zwei Beschützer. Jetzt gibt es auch... Der locker kann der wen reviven. Beschwört 10 göttliche Klingen. Okay. Okay. Top 10, Überlebensbonus 6. So, Final Battle gegen Franzosen, Charles Le Chauve. Natürlich ist das kein Bot. So, wir leveln hoch. Dann kommst du über die Außenbahn. So, hab hier. Alter, roter Drache.
Noch ein Vampir. Kostet auch immer nur einen, ne? Guck mal, hier hätten wir jetzt noch einen Knochendrachen. Aber das Game ist halt jetzt over. Ja, Game ist... Hier wäre noch ein Vampir, Baumriese. Okay, aber das Game ist over. Tatsächlich. Gut. Schalt sonst was. Achso, noch ein Zauber? Nö, ja, gut. Aber mein Zauber ist ja aktiv. Nur wann passiert er? Ne, alle Gegner werden irgendwie gestunt, hieß es. Alter, der hat den Feuerriesen ziemlich... Der hat aber ultra viel Leben. Holy shit. So, Sieg. Gewonnen. Ich bin der Beste von 100 Spielern. Also, ich muss sagen, ist ein geiles Game. Macht Bock. Aber immer noch knappe. Hey, ich habe doch den nächsten Rang erreicht. Aber das hier verdirbt mir die ganze Spielerfahrung. Das ist ja... Okay, wisst ihr was richtig... Es kann ja sein, dass ich irgendwas übersehen habe, wie man das irgendwie wegklickt. Es gibt ein Discord, es gibt ein Reddit, es gibt Spiel verlassen. Und ich wähle Spiel verlassen. Also, meine Damen und Herren, es war cool. Wie gesagt, das, ne, das mit dem Screen da in der Mitte. Gut, ich verabschiede mich. Könnt ihr gerne eure Meinung sagen. Vielleicht könnt ihr mich auch berichtigen. Vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht kann man den irgendwie skippen, deaktivieren. Vielleicht ist das nur am Anfang beim Bot Games. Keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf bald. Tschüssi.